Hallo liebe Yogis, willkommen zurück auf der Yogamatte. Ich bin Vicky von Dr. Yoga und ich zeige dir heute eine super coole Transition von der Krähe in Chaturanga Dandasana, das Yoga Push-Up. Das ist so die erste Welt, der erste Schritt in die Zirkuswelt im Yoga. Also ein bisschen crazy. Ich zeige euch das mal. Das ist die Krähe. Und von hier springen wir zurück in Chaturanga. Tada! So, Voraussetzung für diesen Übergang ist Überraschung, dass du die Krähe kannst und den Chaturanga. Wenn du nicht weißt, wie das geht, ich habe für beides ein Tutorial hier auf YouTube, Krähe und auch fürs Chaturanga. Das heißt, du brauchst wirklich ein bisschen Kraft in den Armen und im Bauch, damit du das gut halten kannst und damit es kein Bauchfleck wird. Wobei der Bauchfleck ist zumindest schon die richtige Richtung. Gut, also. Sagen wir mal, du kannst die Krähe gut und dann Chaturanga traust du dir auch zu. Dann kommen wir hier in die Krähe. Und wichtig ist, dass du nicht nur nach hinten denkst. Das heißt, du willst nicht nur mit den Füßen nach hinten, sondern du willst auch mit dem Brustkorb nach vorne. Das heißt, du denkst in zwei Richtungen. Ja, so als ob du dich von einem kleinen Backerl auseinander explodierst in zwei Richtungen. Brustkorb nach vorne, Beine nach hinten. Ich zeige euch, was ich meine. Also, du schaust nach vorne, Brustkorb nach vorne, Beine nach hinten. Kleines Backerl und dann auseinander. Chop! Ja? Brustkorb nach vorne, Beine zurück. Und wie gesagt, wenn das ein kleiner Bauchfleck wird am Anfang, ich habe hier einen Teppich noch unter der Matte, das ist sehr weich, da kann man gut einen Bauchfleck machen auch. Das ist zumindest die richtige Richtung. Noch ein weiterer Tipp, der vielen hilft, ist, stell dir vor, du springst weg. Also wirklich, als ob du springen würdest, ein bisschen. Ja? Du springst mit den Knien weg von den Armen. Gleichzeitig aber geht der Brustkorb nach vorne, wie im Chaturanga. Okay? Probieren wir es nochmal. Du musst auch hier nicht in den Kranich kommen, das heißt, du musst die Arme nicht ganz strecken, du kannst die Arme ruhig schon ein bisschen beugen. Gut, also einatmen und ausatmen, springen. Ganz oft passiert auch, dass man zu tief landet. Also wenn du schon mal zurückkommst, passiert oft, dass man mit den Schultern zu tief landet. Das passiert mir auch oft, weil meine Schulter auch eher in diese Richtung tendiert. Ja? Das heißt, versuch wirklich, stabil im Chaturanga zu landen. Also nicht so, sondern wirklich ein stabiles Chaturanga. Wie kannst du das? Konzentrier dich drauf. Versuch's. Mach's einfach öfter und du wirst spüren, mit der Zeit wirst du diese Bauchspannung kriegen, die dich aufhält. Ja, also ist die Bauchspannung, damit du nicht nach unten durchfällst, sondern wirklich solide im Chaturanga landest. Machen wir es noch einmal. Knie auf die Oberarme, Blick nach vorne, Füße heben. Okay, und dann stell dir vor, ich kann das. Tief einatmen und ausatmen. Zack. Also, drei Tipps. Brustkorb nach vorne, Beine zurück. Denk dich von klein auf groß. Zweiter Tipp, versuch wegzuspringen, mit den Knien wegspringen von den Beinen. Dritter Tipp, versuche in einem ordentlichen Chaturanga zu landen, wo wirklich die Schulter hinten bleibt und nicht runterkippt. Also auch einfach nicht zu tief landen. Wie geht das? Probier es einfach. Denk dran, konzentriere dich drauf. Gut, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg, viel Spaß und Geduld beim Üben. Denk dran, aller Anfang ist schwer, also man kann das nicht sofort, das ist ganz normal und es geht eher darum, dass man beim Üben die Geduld bewahrt und den Spaß bewahrt, als dass man mal zum Zirkus geht oder so. Gut, wenn das Video dir gefallen hat, dann lass doch einen Daumen nach oben da, ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Namaste.